Menschen, die geistig und körperlich Behinderungen haben. Was passiert mit geistig und körperlichen behinderten Menschen? Die geistig behindert sind, werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Und dann direkt ins Paradies? Wir wissen, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wozu dann? Was ist jetzt die Weisheit dahinter? Die Weisheit ist, Achil Karim, unter anderem, dass wir auch sehen sollen, dass Allah Azzawajal uns Gesundheit gegeben hat. Und dass Allah uns hätte anders erschaffen können, subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Weisheit unter anderem. Was die Leute anbelangt, die eine körperliche Bindung haben, das heißt nicht, dass sie geistig behindert sein müssen. So, und insofern, insofern ist das so, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Na? Aber wenn sie ihr Schicksal ertragen, werden sie von Allah reichlich belohnt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda.